Alex Delpe hier von Fit in die Saison. Heute zeige ich, wie du die einbeinige Kniebeuge im Fußball richtig trainierst. Viel Spaß dabei! Bei der einbeinigen Kniebeuge ist es wichtig, dass du beim nach unten gehen den Rücken gerade lässt und den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule lässt. Wir gehen in die Ausgangsposition. Dann schauen wir, dass wir die Balance halten. Die Arme kannst du vor dem Körper, hinter dem Körper, seitlich am Körper oder auch als Anfänger weit seitlich von dir ausstrecken, um die Balance zu halten. Ich habe sie bei der einbeinigen Kniebeuge gerne hinter dem Körper, weil ich tendenziell eher nach vorne falle. Und wenn ich dann die Arme hinter dem Körper habe, stabilisiert mich das in der Bewegung. Das andere Bein ist vom Boden weg. Ich bin stabil, Arme sind hinter dem Körper und dann gehe ich nach unten. Beim nach unten gehen achte ich darauf, dass mein Knie nach vorne sich beugt und nicht sich zur Seite rausbeugt. Ich schaue außerdem, dass mein Knie nicht vor den Zehenspitzen ist. Je weiter ich nach unten gehe, desto wahrscheinlicher landet das Knie vor den Zehenspitzen. Deshalb breche ich die Bewegung auch irgendwann ab. Also ich führe sie nicht komplett aus. Hier ist der Punkt, an dem ich abbreche und wieder nach oben gehe. Das reicht auch vollkommen aus von der Range of Motion her. Häufige Fehler bei dieser Übung sind, dass das Knie nach außen weggeht, die Stabilität nicht richtig gehalten werden kann, der Oberkörper, vor allem im Rücken, nicht durchgestreckt ist, der Kopf nach vorne geht oder der Spieler nicht weit genug nach unten geht. Also, er fängt nur an und geht sofort wieder nach oben. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, gib mir bitte einen Daumen hoch. Ansonsten viel Spaß mit der Übung.